So, hallo, wir machen weiter bei Bottle Reloaded. Und letztes Mal hatten wir einen Part, von dem ich hoffe, dass wir sowas nicht mehr haben werden. Denn ich war völlig lost. Ich war viel zu fixiert. Ich habe das Spiel übrigens noch gar nicht gestartet. Ich war viel zu fixiert darauf, Geschwindigkeit in der. Haben wir jetzt Bild? Ja, okay. Geschwindigkeit in der Zukunft aufzubauen, dass ich das eigentliche Problem völlig außer Acht gelassen habe, dass es ja eigentlich eher darum geht, dass ich das Zeitportal nicht nutzen konnte. Und das konnte ich ja nur nicht nutzen, weil ich in diesem kleinen Raum sozusagen ja beengt war, was das Zeitportal anging. Aber dadurch, dass ich in dem kleinen Raum ja normale Portale setzen konnte, konnte ich das ja umgehen, diese Sperre. Da muss man erstmal dahinter kommen. So, jetzt hieß es, wir müssen hier irgendwie runter. Alter, das sieht schon wieder sehr beeindruckend aus hier, ne? Ach ja, hier auf diese. Ja, genau. Wohin katapultiert er uns? Also, das ist die. Ja. Das sieht alles sehr vertrauenserweckend. Wahrscheinlich da rein. Wahrscheinlich so hier so boing und dann da rein. Das wird's sein. Okay, wir probieren es aus. Ich werde daneben springen. Nein, ich habe getroffen. Wait, da. War da ein Schalter? This next chamber should really test your observation skills. Take a good look around first and then just. Wir müssen das nochmal angucken. So viel Zeit muss sein. In diesem Durchgang. Ach, da kommt der Durchgang gerade her. Das ist auch interessant. War da ein Schalter? Ach so, zum Drauflaufen. Ja, okay, alles klar. Das heißt, da haben sie einfach irgend so eine Testkammer reingeschoben. Sicherlich nichts, wo man, glaube ich, aussteigen kann. Really test your observation skills. Aber ich habe nur dieses Take Rot a good gesehen. Look around first and then decide what to do and in which order. Okay. Es wird sicherlich nicht einfacher werden, aber es ist ja auch schon Testkammer 18. So, ich kann überall schon mal das Zeitportal setzen. Das ist doch schon mal toll. Wird mir wahrscheinlich überhaupt nichts bringen. Okay, ich bekomme auch sofort. Ich bekomme auch sofort den Würfel hier. Damit komme ich hier aber zum Beispiel nicht hoch. Ich weiß doch gar nicht, was ich da oben will. Ich weiß wirklich nicht, was ich da oben will. Vielleicht ist da in der Zukunft, in der Gegenwart was, aber. Ja. Wir gucken mal, wie es hier in der Gegenwart aussieht. Ah ja, da ist nämlich so eine Sprungplattform. Oh, da ist nicht nur eine Sprungplattform, da ist. Okay. Da ist eine Startplattform, könnte man fast sagen. Das ist doch schon mal eine interessante Geschichte. Die Frage ist, was ist mein Ziel am Ende? Wo ist so? Ich muss erstmal mein Ziel lokalisieren. Will ich da oben landen vielleicht? Ist da oben was Cooles? Da oben könnte was Cooles sein. Das könnte ich ja erstmal einfach ausprobieren, was da oben ist. Was da oben ist, kriegen wir ja einfach raus, indem wir jetzt einfach nochmal den anderen Würfel holen. Uns da eine kleine, ja, Treppe bauen und dann komme ich da oben hin. Das ist ja erstmal nicht das Problem. Problem ist nur, wenn ich den jetzt immer wieder kaputt mache, ist es ein weiter Weg, ihn wieder zu holen. Das ist dann eher ein Problem. Ich kann ja schon mal hier ein Portal setzen und hier ein Portal setzen. Dann gucken wir mal, was da drüben so ist. Dann weiß ich auch, was ich da hinnehmen muss. Vermutlich. So, das Problem ist, wie gesagt, ich darf jetzt halt nicht den unteren bewegen. In der Theorie wird es funktionieren. Ja.
Oh, ich kann... Ah, nice. Ich kann es doch so machen. Ich wollte gerade sagen, ich... Okay. Ich wollte gerade sagen, ich kann nicht. Aber da ist ja auch ein Portal in der Nähe. Dann kann ich doch da so ein bisschen hin und her probieren. Und es ist nicht so schlimm, wenn es schief geht beim ersten Mal. Beim zweiten Mal. Easy. So, was ist jetzt da drüben? Also, hier haben wir... Aha, eine Möglichkeit für ein Portal. Das ist ja auch sehr interessant. Hier haben wir eine Möglichkeit für ein Portal. Die hatten wir vorher zum Beispiel noch gar nicht wahrgenommen. Dann haben wir hier einen Laser, der muss da rauskommen. Wir haben hier einen Laser, der muss da rauskommen. Okay. Dann muss einer wahrscheinlich aus dem Zeitportal kommen, sonst würde das ja nicht funktionieren. Ja, gut. Ja, gut. Ich meine, die Laser sind sowieso hier in der Zeit nicht. Also muss ich die aus der Gegenwart holen? Na gut, dann gucken wir mal wieder in die Gegenwart. Da ist ein Laser. Der schießt da wahrscheinlich gegen eine Wand, die ich in einem Portal versehen kann. Muss ich erstmal da hochkommen. Okay, da komme ich hoch, indem ich mich hier durch... Ups, ne? Gar kein Problem. Hier drüben das Gleiche. Ja, ich weiß schon, warum der gesagt hat, man muss darauf achten, in welcher Reihenfolge man den ganzen Kram hier tut. Okay, also wir waren jetzt mal hier oben, wir haben gesehen, was hier ist. Ich fürchte, viel kann ich hier noch nicht tun. Die einzige Möglichkeit ist, mit dem hier zu starten. Muss ich dann jedes Mal so einen... Oder kann ich von hier... Sehe ich da von hier aus das Pod... Nee, der schießt einfach da irgendwo... Ach so! Ich will die Würfel da hochbringen. Ah... Ja klar, ich will den Würfel da hochbringen. Kann ich etwa, wenn ich oben stehe, von unten den hier holen? Glaube ich fast nicht. Oh, das wird nix. Ich bin zu langsam, was diese Kacke angeht. Oh, lol. Bisschen weiter Abstand. So, jetzt müsste es funktionieren. Ohne, dass ich den berühre. Ah, oh, dass die sich bei Berührung halt bewegen, ist ungünstig. Nennen wir es so. Come on. Nein, stopp, stopp, stopp. Achso, ja, da ist eh noch kein Portal. Alter, beruhig dich. Lass mich hier raus. Nein. Ich will hier noch nicht. Stopp. No. Okay. Das. Ich komme hier nicht raus. Wenn ich in dem Ding drin bin. Dann gucken wir uns halt mal an, wie das hier aus. Hier ist ein Portal. Das sind. Okay. Das ändert natürlich schon wieder alles. Weil dann kann ich den ja einfach hier zum Beispiel hochziehen. Aber die Frage ist zum Beispiel, wo will ich den
Will ich denn auf die Fläche hier lenken? Ich den auf die Fläche lenken? Dann muss ich aber hier hoch mit der gleichen Variante kommen. Oh Gott. Das Witzige ist jetzt, dass hier der Würfel genauso steht, ne? Das ist eigentlich ziemlich lustig. Kann ich da zum Beispiel auch hochlaufen? Kann den von hier aus dann irgendwo anders hinlenken. Zum Beispiel dahin. Aber da will er ja gar nicht hin. Also ich kann den Würfel eigentlich nur, den Laser eigentlich nur so lenken, ne? Das ist das Ding. Ich kann den eigentlich nur so da irgendwo hinlenken. Ich sehe jetzt schon das Problem, dass ich halt schon mal keinen Weg habe, ohne Würfel hier hoch zu... Also hier natürlich will ich sowieso nicht hoch. Aber ich habe keine andere Möglichkeit, da hochzukommen. Ich weiß auch nicht, warum auf dem Boden Portalflächen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier von irgendwo Geschwindigkeit aufbauen kann. Das wirkt nicht so. Aber das nützt mir an sich ja alles eigentlich so schon mal überhaupt nichts. Weil ich ja... Ich meine, klar, ne, ich kann jetzt hier das Portal nehmen und den Laser überall hinschicken. Ah ja, dann kommt sie aber natürlich auch noch... Hä? Lol, warte, wie treffe ich denn die Dinger da oben überhaupt am Ende? Ich meine, das ist ja... Die Dinger sind ja quer, die sind ja so schräg, wie man es jetzt sieht. Das geht ja einfach an die Decke dann. Das geht ja einfach an die Decke. Das trifft ja gar nicht gerade. Oder sah es nur so aus? Weil ich es jetzt nicht vernünftig von da oben setzen konnte. Ach so! Der könnte da oben rauskommen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ja gut, aber ich glaube, es ist wirklich so gedacht, dass man über die beiden Würfel hier hochkommt. Oder gibt es irgendeine andere Option? Was genau wird hier angezeigt? Da wird angezeigt, dass der Laser da durch... Ja gut, das ist mir auch bewusst, dass der Laser hier durchfeuern muss. Ich weiß noch nicht, was mir das bringt. Aber der Laser muss da durchfeuern. Soweit war ich auch schon gedanklich, danke. Gut, wir machen mal einen neuen Würfel, dass der da oben sich verzieht. Versuchen mal wieder vorsichtig da hochzukommen. Na, das Ding ist halt... Hier nützt mir das alles überhaupt nichts. Ich meine, hier sitzt das Blaue schon mal gesetzt. Ich denke, das ist gut, wenn ich hier eins gesetzt habe. Aber ist das wirklich der ja, das ist dumm. Ist das wirklich der Way to go, dass man so sich hier hochbaut? Ist das, was gedacht ist? Das wird mir viel zu janky. Das wirkt mir viel zu janky, als dass das die gewünschte... Oh mein Gott, ja. Als dass das die gewünschte Lösung ist. Es muss irgendeinen anderen Weg geben, da hochzukommen. Gut, ich könnte auch einfach durchs Portal gehen, ne? Das,
Wait a moment. Wo ist überhaupt... Ich wollte gerade sagen, da kann ich kein grünes setzen, weil es in der Zukunft nicht ist, dieses Ding. Okay. Okay, also ich könnte über das Portal hier runter. So, aber dann habe ich den Wir... Es tut mir leid, manchmal ist man halt einfach. Manchmal ist man halt auch einfach ein bisschen doof. Ne? Manchmal ist man halt auch einfach ein bisschen doof. Lass mich bitte ein bisschen doof sein. Aber kann ich da jetzt landen, ohne dass ich die ausgelöst bekomme? Kann ich das verhindern? Dass ich sage, ey, ich will das nicht. Ja auch erstmal nur den Würfel da durchschicken, theoretisch, oder? Oh, das war der falsche. Da oben. Ach komm. Also ich muss das Orangene umsetzen, logischerweise. Nicht das Blaue. Okay, das... Also die Würfel werden schon mal nicht mal ansatzweise weit genug gepfeffert. Das kann man schon mal festhalten. Ich wüsste auch nicht, was wir das jetzt hätte bringen sollen. Ich hab's halt mal, ich hab halt mal gedacht, ich probiere es mal aus. Na, so, dann komme ich trotzdem nicht anders da hoch. Also ich als Mensch, um da hoch zu... Einfach, um da... Ne? Sehe nicht spontan, wie ich da anders hochkomme. Ungünstigerweise. Einer reicht nicht aus. Und ich kann hier auch nicht. Ich hab hier nichts anderes. Ich hab da kein Portal, mit dem ich da hoch kann. Nee, es ist. Ach so, das wollte. Wait, wieso mache ich eigentlich nicht das hier? Ja, weil der ja umgesetzt wird, dann. Weil ich den nehme, wird der ja umgesetzt. Also ich kann eigentlich nur... Ey, aber das wirkt so janky. Das wirkt nicht so, als ob ich so hoch wollen würde. Wie soll man sonst da hochkommen? Das ist halt die Frage. Wie kommt man sonst da hoch? Weil durch das Portal lande ich direkt da drauf und dann ist es schon wieder kacke. Ich bin leicht... verstört. Alter, das ist so janky. So, jetzt stopp. Kann ich den jetzt von hier holen? Kann ich. Okay. Das heißt, ich kann von hier... Ach so. Der ist ja schief. Wait, mit dem käme ich sowieso nicht da durch, oder wie sehe ich das? Mit dem Ding, so wie es ist, komme ich sowieso nicht darüber. Sehe ich das richtig? Ja. Wait, wie komme ich dann überhaupt da hoch? Oder ist es vielleicht fake und ich will nur den einen Laser haben?
Okay, pass mal auf, ich probiere jetzt mal was, um hier den ganzen Quatsch abzukürzen. Auf dem müsste ich doch stehen können. Ist der Würfel runtergefallen? Ich werde bekloppt. Darauf müsste ich doch irgendwie... Ist es so schreck, dass ich darauf nicht stehen kann? Ich komme nicht raus. Ich setze ihn mal ein bisschen höher. Ist es so schreck? Da müsste ich doch drauf stehen können auf dem Ding. Also mal Retalk. Wieso? Wieso darf ich da nicht raus? Mama. Treffe ich von hier überhaupt den? Nein, ich treffe nur wieder den. Ich wollte das abkürzen, aber ich darf es mir scheinbar nicht abkürzen. Alter, ist das bescheuert? Wieso darf ich da nicht durch? Ist das wirklich so schräg, dass man da nicht durchgehen kann? Geht's so wenigstens vorsichtig? Da falle ich halt direkt raus. Ich will halt drauf stehen bleiben, gerne. Ich dachte, ich kann es abkürzen, aber... Ich kann da drauf nicht stehen bleiben. Kann nicht drauf stehen bleiben. Das gibt's doch nicht. Okay. Dann halt wieder mit dem Würfel. Aber das ist... Oh. Ich habe das Gefühl, noch überhaupt nichts erreicht zu haben. Also überhaupt nichts. Ich habe das Gefühl der Lösung... Noch nicht mal im Ansatz... irgendwie nahe gekommen zu sein. Noch nicht mal im... Hier ist die auch ausgefahren, übrigens, sehe ich gerade. Okay. Puh. Oh lol, jetzt lebt er sogar noch. Dann kann ich es auch mit dem machen. Darf allerdings den nicht mehr bewegen. Nee, das, ja, das ist schon wieder dumm. Ich muss den anderen nehmen. Weil der wird hier nicht bleiben. So, jetzt passt es aber. Jetzt komme ich da raus. Und sind wir wieder da oben. So. Da waren wir ja schon mal. Ist jetzt ja nichts Neues. Jetzt ist das Ding das. Dass jetzt in der Zeit der Würfel hier ist. So. Jetzt ist das Ding aber auch das. Ich komme überhaupt nicht auf die andere Seite.
Also ich müsste jetzt ja diesen Würfel. Also nicht den hier, aber ne, grundsätzlich müsste ich ja auch auf die andere Seite noch kommen. Aber andererseits brauche ich die Würfel, um überhaupt da oben hinzukommen. Das ist schon eine interessante Geschichte, so. Aber keine, die ich hören will. Wie genau komme ich jetzt von hier aus, kann ich auch nicht darunter stehen. Wie genau kriege ich jetzt diesen Würfel? Auf die andere Seite. Ich würde mal ein Portal hier oben lassen. Das orangene Portal jetzt oben, dann kann ich da jederzeit noch hochlaufen. Aber ich komme ja auch überhaupt nicht. Ich kann ja nur durch Portale am Ende da rüberkommen. Wie komme ich da rüber? Weil dieses Ding ist nicht schief. Das ist in der Zukunft ist das Ding schief. Und in der Zukunft käme ich da rüber. Was ja auch schon ein Erfolg wäre. Aber da müsste ich es jetzt in der Zukunft schaffen. Erstmal hier. Also hier wird zum Beispiel ziemlich sicher, genau, das nicht gehen, weil es in der Zukunft schief ist. Das heißt, ich kann überhaupt... Ich kann überhaupt nicht... das tun, was ich wollte. Wie komme ich da hoch? Komme ich da überhaupt hoch? Weil aus dem reicht's nicht, haben wir gesehen. Da pralle ich da unten ab. Aus dem reicht's, aus dem kommt dieser Laser. Dieser Laser geht dann hier halt gegen die Wand so und freut sich eine Runde. Puh. Ist es schon wieder so offensichtlich, dass ich es nicht sehe? Kommt mir nicht so vor. Ich meine, das Ding ist, der Würfel ist jetzt da oben. Ich denke mal, das Portal kann weg. Ziemlich sicher müssen die Würfel irgendwie dahin halt zeigen und dann war es das. Und den darf ich nie wieder bewegen, weil der wirkt sich auf den aus. Irgendwie nicht, was ich wollte. Ich wollte gerade sagen, der muss jetzt irgendwo da liegen.
Also klar, das Problem ist, dass wenn ich hier durchgehe, egal auf welche Art und Weise, ich definitiv in den Dingern lande und das nicht verhindern kann. Das ist eigentlich nicht so ganz meine Intention gewesen. Ich meine, ich kann auch durch den hier da durchgehen. Und dann hier hochgeschossen werden. Okay, das könnte funktionieren. Wenn ich das, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, in der Vergangenheit mache, dann könnte ich den darüber bekommen. Und dann könnte ich da ein Portal setzen. In die... Ja. Okay, so funktioniert es. Okay. Das habe ich jetzt hinbekommen. Folgendes, passt auf. Das wird eine interessante Geschichte. Ah, da brauche ich den Würfel gar nicht dafür. Das kann ich ohne Würfel. Ich wollte gerade sagen, das wird sehr unangenehm, aber das kann ich ohne Würfel machen. Dann gehst du aber jetzt mal bitte ganz fix zurück in diese Zeit, dass ich dich da gleich habe. Nee, du bleibst hier. Ich hab's mir anders überlegt. So. Ich muss den blauen wegmachen. Hier so ein Ding hinmachen. Nett. Und jetzt... Okay, ja, wir haben's gleich. Und jetzt bin ich da oben und kann hier wieder ein Portal setzen. Jetzt kann ich hier ein Portal setzen. Und jetzt kann ich darunter den anderen Würfel holen. Okay, das ist ein Fortschritt. Das ist auf irgendeine Art und Weise ist das ein Fortschritt. Weil jetzt schießen beide Dinger dahin. War. Ist jetzt einfach nur schlecht gesetzt oder wo ist der zweite? Shit. Okay, der ist gut. Der ist portaltechnisch. Ich meine, ich käme da auch wieder hin. Das ist okay. Der ist portaltechnisch okay. Den muss ich verschieben. Warte. Ja gut, das kann ich ja genauso machen wie vorhin. Das funktioniert ja immer. Oh nein! Aber jetzt verschiebe ich den und dann ist der andere wieder weg. Ja, aber es hilft nichts, der muss in die Mitte. So ist es halt so. Okay, es war ja nicht schwierig. Wir haben es ja... Ist er noch in der Mitte? Ja. Wir haben es ja schon mal hinbekommen. Ich muss jetzt nur nochmal den gleichen Quatsch wie vorhin machen. Ist okay, alles gut. Nix ist gut, der andere Würfel ist ja jetzt ja da oben in der... X ist gut. Trotzdem nochmal ein Aufwand. Scheiße. Und weil ich den jetzt wieder gestupst habe, der geht immer noch in die Mitte, ne? Ja, okay. So, jetzt ohne den zu berühren. Hier durch. Okay. Schwere Geburt. So, jetzt folgendes wieder. Zack, zack.
So, ich muss jetzt wieder gut timen. Und rüber. Sehr schön. Jetzt hole ich den. Ach, ich hätte ihn ja auch einfach hier neu holen können, ne? Der hätte sicher nicht auf den anderen... Ja, ich hätte ihn einfach hier neu holen können. Ist okay. War ein Schritt zu viel, der nicht notwendig war, aber nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes. Alles gut, alles bestens. So. Jetzt habe ich den hier, jetzt gehe ich hier hin. Jetzt linke ich den auch auf die Mitte. Jetzt müssten beide auf die Mitte gehen. Ich gucke mir das jetzt vorsichtig an und hoffe, dass ich hier noch die Portal behalten kann. Sodass ich gucken kann, ob das jetzt funktioniert. Jetzt sieht es gut aus. So. Jetzt will ich... entweder mit dem oder mit dem... da erstmal wieder rüber. Ah, das kann ich genauso machen. Das ist immer wieder der gleiche Trick. Ich kann den und den machen. Dann kriege ich den Speed. Und dann setze ich das Portal einfach um. Das funktioniert nämlich. Und jetzt greife ich mir hier das Portal und setze das Portal hier hin. Und es kommen beide raus. Oh mein Gott. You are the first test subject to ever make it to this point. In fact, you are the first test subject to ever survive a trip to the future. At all. Das war wirklich der Haupttrick. Der Haupttrick war die Geschichte, dass man hier die Portale hin und her wechselt, um dann so die Würfel dahin zu bekommen. Danach war es alles gar kein Problem mehr. Es hat sich am Anfang, als ich den Raum gesehen habe, habe ich gedacht, das größte Problem wird sein, hier Laser durchzuschicken und da einen Laser durchzuschicken. Aber dadurch, dass der hier, dass beide hier drauf gehen und dann hier einfach rauskommen, löst sich das ganze Problem von selbst. Oh, wow. Okay, trotzdem haben wir die ganze Kammer jetzt den Part gebraucht. Naja, es ist so. Danke fürs Zuschauen und tschüss.